Wir gehen jetzt auf ein Dingsbild. Wir gehen jetzt auf ein Melee-Bild. Melee. Wie wir es nennen. Wir rennen da voll in die Gegner rein. 1000 Scheren. Chainsaws. Melee. Change oder Scheren? Nur Scheren. Scheren wäre krass. So, Gehirn umschalten auf Melee. Melee. Knife, Knife, Lives. Nein, wir wollen nur Waffen. Nein, nein, nur Waffen. Da. Nur Waffen. Aha, das gönne ich mir jetzt aber. Digger Branch brauche ich nicht, weil ich alles an mir dran töte. Nein. Melee. Melee. Nochmal Reroll. Es gönnt aber auch nicht. Warum bin ich so lahm? Was habe ich getan, dass ich so lahm bin? Habe ich minus ein Melee mitgenommen? Rennt voll in die Gegner rein, mir ist alles scheißegal. Ich habe eine Schere in der Hand, ich bin unzerstörbar. Nee. Melee, please. Ja. Geil. Und Luck. Komm, gönn mal Luck jetzt. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich das jetzt kaufe. Ja. Ja. Vielleicht kann man doch einmal Pickup Range nehmen, damit man alles einsammelt. Damage. Sherry. Ja, Minus Dodge gefällt mir nicht. Tree Stein One Hit, cool. Melee. Nein. Das ist gefährlich mit Melee. Probier's aber. Das nehme ich nicht. So. Attack. Reroll auf Damage. Reroll auf Damage. Leck mich. Reroll auf Damage. Ja. Reroll auf Damage. Nee. Quatsch. Schere. Schere. Reroll. Könnte man sich gönnen, den Lifesteal-Schmetterling. Aber es macht nicht viel aus, glaube ich. Lieber Schere. 2 Max HP, Regeneration, Recovered. Ja, das nehme ich. Schere! Gönn doch Schere, bitte. Range könnten wir gebrauchen, oder?
Mehr Range, gleich weniger Angriffstempo. Stimmt. Ich hätte gern Melee, aber Regeneration wäre auch gut. Wenn es hier schon ist. Nee. Full Damage Build. Scheiße, Mann. Fehler. Dann nehmen wir Max AP. Also ihr wollt, dass wir kein Range nehmen. Das Medical Turret will ich auch nicht nehmen. Ich will mehr Damage. Ich will nicht healen. Wir healen selber. Wir sind unser eigenes Turret. Nochmal. Ich hab's gelockt, ich Idiot. Fuck. Komm, ich kauf's jetzt. Hier Speed minus. Ich mach die Range wieder weg. Das ist perfekt. Hätte man nicht besser machen können. Oh. Geil. Geil. Luck weiß ich nicht. Oder Luck? Luck oder Luck? 1 und 4. 1, 2 und 4, wenn überhaupt, oder? Luck früh OP, okay. Voll in den Schuss reingelaufen, mit Absicht. Okay. Ja, taken wir. Minus Melee für Harvest nehmen wir nicht, das habe ich vorhin genommen. 4 Melee, geil. Schere, geil. Beste geil. Das ist geil. Jabba the Hutt. Die Sounds gehen wieder. Wir hatten die Sounds gefixt. Danke, Jabba the Hutt. Oder sind die schon die ganze Zeit da? Nee, ne? Nee. Nee. Schere. More Trees. Technik, Alex, danke. Bank. Was? Mit Scheren in der Hand läuft man nicht. Ich hoffe nicht. Bitte. Danke dir. Geil. So, 15% Chance. Was, Matthäus, färbt die Haare rosa? Nein. Wie kommst du da drauf? Sollen wir es nehmen? Ja, dann alles an uns dran, ne? Ich wollte gerade Range Damage klicken aus Reflex Melee. Oh, das ist von Level 10. Rerollen wir den auf den Melee. Wann spielst du mal wieder dieses Gladiatoren-Game? Meinst du Ex-Anima? Da müsste was Neues für rauskommen. Aber Max HP wäre vielleicht auch eine gute Idee eigentlich, ne? Machen wir mal jetzt. Scissor, more trees? Nein. Boah, Leute, holy shit. Geil. Mehr Damage, mehr Enemies. Ja, ich nehme das sogar mal. Und das hier wieder Minus-Enemies, nee. Ich nehme das Harvesting nicht. Flammenwerfer, nein. Ah, lohnt sich das? Oder Monkey?
Ist gut. Lohnt sich die Crown? Die ist halt sehr früh, ne? Könnte sich dann doch noch lohnen, oder? Hm. Heute kam ein ähnliches Game wie Ex-Anima raus. Dieses Gladiatoren, auch so Arena-mäßig. Wie hieß denn das? Bin mir sicher, dass hier Pink gut stehen würde. Danke. Jetzt schon mehr Waffen als im letzten Run bei Wave 17. Das stimmt wirklich, ne? Was macht Harvesting eigentlich? Hier steht's. Und es steigt jede Wave 5% und mit dem Ding hier wird es 13% steigen. Ja, wir sollten das locken und kaufen. Die Scheren sind krass. Ich kann durch kleine Gegnermengen einfach durchlaufen, weil da wird der Weg komplett freigemacht einfach. Hier, einfach so durch so Gegner kann ich durchlaufen. Mehr Luck minus Regeneration. Ja, tut ein bisschen weh. Aber ihr seid so Luck-geil, ne? Wir verdoppeln das Luck, ich nehm's mal. Melee, geil. So, wir nehmen jetzt das. Oh, schaut mal. Der Ring auch so früh. Geil, wieder eine Schere. Wir locken das. Machen wir einen Reroll? Ja, einen gönne ich mir. Mehr Max-AP? Ja. Gegner können ruhig schneller sein, dann rennen die schneller in den Tod. Nehmen wir nicht. Okay, go. Wave 9. Das ist die Farm-Wave. Geil. Können wir einfach stehen bleiben. Scheinbar schon. Luck. Vielen Dank. Wir brauchen Luck. Danke dir. Also ihr habt recht. Hier ist Melee der Way to Go. Mit Medic Guns viel schwerer. Also vielleicht auch machbar, wenn man Glück hat mit Early Weapons, aber hatten wir leider nicht. Mit der Säge wird der Charakter noch kranker. Das wollen wir nicht. Oder? The Range brauchst du Baby mit Bart. Wir recyceln. Melee Damage, geil. Prozent Damage, auch nice, aber Dodge auch, wäre auch geil, ne? Aber lass mal, ich nehme Prozent Damage, wir nehmen Dodge später. Ich will erstmal Damage haben. So, dann hier den Damage. Mach mal eine Schere, absolut nice. Wie geil ist denn unsere Auswahl? Hat Luck einen Faktor oder? Luck ist ja lucky. So, dann das Baby nehmen wir. Haben wir eine Piggybank eigentlich? Nee, ne? Item Price, let's go. Crit Chance, mehr Dodge, weniger Range, ja. Crit Chance schon 26%, das ist hot. Hot! Ey, was ist denn mit den Scheren los? Die liegen ja überall Scheren rum. What the fuck? Was ist denn das? Ey, wir haben halt... Wie krass sind unsere Waffen? Wir sind Wave 10.
Gern, ja. Aber ich muss einfach nur hier in der Mitte stehen und nur den Großen beim Charge ausweichen. Nicht mal richtig. Slicen hier alles kaputt. Aber die Bäume nehme ich mit. Geile bei Melee ist auch einfach, dass die ganzen Materials an dir dran liegen. Man sammelt eigentlich im Prinzip alles ein. Nicht alles, aber viel. Matteo, magst du als nächsten schon mal Brawler ausprobieren? Hab ewig an dem gehangen und möchte sehen, wie du den meisterst. Ich guck mal rein, aber heute machen wir nur einen, ne? Recycle. Melee. Melady. So, dann blaue Cherie. Harvest, nein, weil... Obwohl, nehmen wir mal, haben wir nicht Harvest jetzt mit Prozent? Wir sollten Harvest jetzt nehmen, auch wenn wir Melee Damage einbüßen. Sollten wir das machen, weil das steigt ja dann schneller. So, mehr Luck, weniger AP-Regeneration, nein. Jetzt haben wir hier mehr Lifesteal, lol. Aber minus Harvest. Wir müssen plus Harvest nehmen. Gibt's Hongen, klar. Wetter in Hongen. Matteo, der Hasenmann von gestern hat ein eigenes Rad. Wer ist der Hasenmann, den wir geradet haben? Den Irren aus, den kannst du auch First Try schauen. Habe ich den Irren schon freigeschaltet? Take 1, Lock 4. Wir machen unsere HP-Regeneration ein bisschen kaputt. Aber ihr meint ja, wir haben ja eh hier Lifesteal, ne? Ja, Vogelwild. Okay. Okay, ich nehme es einfach mal. Das nehme ich aber nicht. Wir nehmen die Maus nicht. Die Maus nehme ich nicht, weil mehr Gegner, weniger Harvest, das, davon haben wir nichts. Und die 5% Lifesteal, wir haben ja hier schon die ganze Zeit 50. Dodge wäre gut. Ja, Dodge auf jeden Fall. Reroll einmal. Alien Eis nehme ich diesmal nicht. Wir nehmen die Sad Tomato auf jeden. Wir machen Go. Macht schon ein bisschen Aua. Echt nice durch die durchzulaufen einfach. Dort schon einmal für die Elite-Gegner. Später, glaube ich, oder? Oh, XP-Gain will ich haben, auch wenn wir Lifesteal verlieren. Ich take das. Prozent Damage. Armor ist halt nur die Hälfte, ne? Ich nehme. Ne, die Armor ist nur die Hälfte. Nimm die Prozent Damage. So, dann plus 40 Harvest, aber wir kriegen einen Damage. Das ist auch eine geile Schere. Ich würde am liebsten die drei nehmen. Vielleicht sogar das hier, alle vier. Ich
Papa Song bei Stage 20 wäre nice. Ah ja, also Blood Donation kickt jetzt schon. Da kriegen wir Down Damage, ne? Zwei tötet dich, meint ihr? Zwei ist risky. Ich nehm's. Minigun, da würde ich mich drüber freuen, wenn es ein anderer Bild wäre. Aber wir locken eine Schere, was nice ist. Jetzt kommt Wave 12. Merkt es ein bisschen mit dem Knockback. Wollen wir Knockback überhaupt? Ja, schon, weil falls sie nicht sterben, knocken wir die weg, das ist gut. 2 Max HP, 5 Damage, 5, denke ich auch. Crit Chance, wie viel Crit Chance haben wir? 26. Ja. Melee, ja. Schere, ja. So, die Chainsaw jetzt. Machen wir Platz für die Chainsaw. AP-Regeneration können wir uns auch nochmal snacken, ne? AOE-Damage. Warum sagt ihr die halt immer AOE-Damage? Hat die AOE-Damage? Alles lila dann. Okay. I try. Das ist gut. 4 Crit. Minus Range ist egal. Elemental ist aber auch egal. Jawohl, 126 für 4 Crit. Und vielleicht lieber das, den Wurm. Prozent Crit ist schon teuer. Ist ein bisschen zu teuer, ja. Ganz ungefährlich ist es nicht. Minus Enemies, minus Damage, plus HP-Regeneration. Elemental bringt mir nichts, oder? Mehr Armor, mehr Dodge. Ich glaube nur mehr Dodge. Mehr Armor ist zu teuer. Recycle. Ja, das nehme ich. Oh, jetzt wird es mir hier angeboten, ne? Ich nehm's mal, aber wie gesagt, es bringt nicht so viel. Aber besser als nix. So, dann. Da ist noch eine Saw. Ich nehme nicht noch eine Chainsaw, glaube ich, oder? Ich nehme nicht noch eine Chainsaw. Oder? Doch. Attack Speed.
65 Damage. Das Ding macht 67 Damage. 3,5 Attack Speed. Für Blade Bonus. Der Blade Bonus ist plus Melee Damage und Lifesteal. Was ist der Precise Bonus? Der Precise Bonus ist aber Crit Chance. Wir verlieren 3 Crit, bekommen aber 1 Melee Damage und 1 Lifesteal dazu. Noch 2 rote. Bleib bei den Scheren. Ich finde die Scheren auch cooler irgendwie. Upgrade. Wer weiß, ob du Scheren bekommst. Ah, ist das ein Upgrade? Zwei Segen, 4 Scheren ist fein. Okay. Minus Speed will ich nicht. Baby ist Quatsch. Luck. Wir machen uns unsere Apere-Generation kaputt, wenn ich dauernd wieder Luck nehme. Wir haben jetzt genug Luck auch. Wir nehmen auf jeden Fall die Weste. Wegen Dodge in erster Linie. Piggy Bank kommt jetzt. Okay, wir können hier eine lila. Säge machen, das ist gut. Piggy Bank mache ich jetzt nicht, oder? Obwohl, die macht sich jedes Mal bezahlt. Also die. Wie viel Material brauche ich, um die Piggy Bank rauszuholen? Wenn die 100 kostet, dann 500. 500 Material, da habe ich sie sofort drin. Ja. Den Frosch kann ich nicht nehmen wegen Minus Dodge. Muss aber auch die Inflation mit einrechnen. Ich nehme die jetzt. Und jetzt werden wir greedy. Und sterben. Wir haben ja auch das Harvest-Ding, ne? Ich habe das Gefühl, dass die Chainsaws wirklich so ein AOE machen. Das steht halt nicht dran, ne? Aber die hauen so in so einem Halbkreis um den Charakter rum, oder? Echt? Ja, glaube schon. Lohnt sich das? Taken mal. Damage ist Damage. Melee-Waffen machen alle AOE, die haben nur unterschiedliche Winkel. Aha! Wieder was gelernt. Plus 20, nee, plus 2% Attack Speed for every 1% Dodge you have. Ja, das ist ja, hey, das ist ja mega geil. Das ist ja unser Item. Unsere Range dann zwar minus, aber. Das ist ja insane krass. Melee. Guck mal, eine Schere. Was machen wir hier? Lila. Dann connecten wir die beiden auf Rot und nehmen die noch, oder? Baby nehme ich auch. Reroll. Mehr Dodge minus Armor. Ja. Ja. Okay, dann go.
schnell der Boss down war, lol. Also der Elite-Gegner. Ist hier richtig kaputt? Kann ich ihn kaputt grinden? So. Ich saug die ja auf. Ich fress die. Aber kann ich überhaupt sterben? Spar nicht vergessen, stimmt. Lifesteal? Ja, nehme ich mal. Sollen wir jetzt wieder Range nehmen? Nee, ne? Ich glaube, ich kann da echt einfach durchrennen. Du kannst ruhig durch die Gegner durchrennen. Das sollte dich nicht mehr töten. Dasselbe habe ich mir gerade auch gedacht. Endlich begreift er es, ja. Range angenehm, aber nicht nötig. Range of Melee ist schlecht. Nehmen wir Regeneration. Oder Harvest. Nee, für Harvest ist es zu spät jetzt. Nimm Regeneration. Oder Max HP, stimmt. Hier. Oder Dodge. Dodge oder Max HP. Boah, 9 Dodge ist auch hot, ne? Dann trifft uns einfach nichts, während wir durchrennen. Hier im Dodge. Noch mehr Dodge. Noch mehr Lifesteal und Dingsbums. Item Price. Ich wollte sparen, ne? Never mind. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist jetzt... Das ist GG, die 1, oder nicht? Ich würde normalerweise das kaufen und dann das. Aber ich kaufe das... Locke das. Locke das hier nicht. Speed? Also nicht. Ich will meinen Dodge nicht kaputt machen, aber 8 Leben ist auch schon geil, ne? Wir haben 53% Dodge. Lock 4. Okay. Dodge ist halt Damage wegen dem roten Item. Ah, wegen Attack Speed, stimmt. Dann nehmen wir das nicht. Erstmal auf Full HP und dann rennen wir mal in die Gegner rein und gucken, ob es. Okay, die roten will ich nicht unbedingt komplett reinfronten. Bisschen auf. Aufpassen muss ich schon, nur so ein bisschen. Digi-Bilanz minus 94. Haben wir das mehr Luck? Nee, jetzt kein Luck mehr. Kein Luck mehr. Die Gegner slowen, ja. Aber wir. Die sterben doch eh. Slowen ist Quatsch, oder? Wohl, Boss. Für den Boss ist es gut. Mehr Armor, mehr Max HP, minus Speed. Wir machen unseren Speed gerade voll kaputt. Ich nehme es trotzdem. Sollen wir mal rerollen auf Speed? Oder wir nehmen die 12% Damage. Ich nehme Damage. Und Dodge. Ich bin komplett bescheuert.
Hallucination Reach. Oh, wir haben was freigeschaltet. Geil. Okay, Dodge ist am Limit, oder? Dodge ist am Limit. Nehmen wir die Flügel. Ah, mal erstmal das. Dann die Flügel für den Speed. Das nicht. Ah, schaut mal, hier, die Chainsaw. Rote Chainsaw, geil. On the chance. One damage for every percent speed you have. Ja, ich habe leider nicht so viel. 6. Das hätte früher gepasst, oder? Oh, da ist eine Schere. Hm, der Power Generator ist geil, aber 3 nehmen, 1 locken, aber kriegen wir noch Speed zusammen? Wir sind Wave 17. Wir locken den. Okay. Reroll nicht. Bilanz minus 74, okay. Ja, das kann ich leider nicht nehmen, das ist Quatsch. Deine 60% Dodge geben dir 120% Attack Speed. Ach so. Kannst actually noch härter reingehen, mehr Material farmen, ja. Ja, recycle. Mehr Speed, ja. Mehr HP. Oder gehen wir auf Speed? Wird halt gerade so angeboten. Ich nehme das jetzt einfach, weil es da ist. So, der Power Generator. Hilfe! Hilfe! Soon. Wir wurden von Soon geredet. Soon, vielen Dank für deinen Raid. Liebe Grüße. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Stream. Danke dir. Wir überlegen gerade... Oh, Bandana! Wir überlegen gerade, wie wir hier weiter vorgehen. Das könnte der Run sein. Sieht sehr gut aus. So, den Power Generator. Ja, wollen wir ihn einfach nehmen? Wir haben aber keine Projektile. Das war auch nicht ernst gemeint. Ich nehme mal den Power Generator einfach, komm. Nee, Minus Speed, nein. Dodge ist schon am Limit, ne? Dodge ist schon am Limit. Aber dieser Wert hier gibt uns Attack Speed, ne? Oh, hier. Das Baby nehmen wir. Speed, Armor, Damage, Max HP. Das nehmen wir auch. Wir nehmen die beiden. Beide sehr gut. Wie gesagt, Dodge brauchen wir gerade nicht. Luck nicht mehr. HP-Regeneration. Ja, Harvesting. Lohnt sich jetzt nicht mehr. Matteo zum dritten Mal in einem Run das Padding durchgeht. Was ist Padding? Padding. Reroll ich jetzt oder was? Armor jetzt bei 6. Ja. Ich hab wieder Piggy Bank vernachlässigt. Reroll nicht. Spar noch nicht. Scheiß drauf. Schere. Armor minus 3 Damage. Harvest minus Melee? Nein. Wir könnten das hier vielleicht kaufen für einen Armor-Punkt mehr.
Die locken, meint ihr also? Wie gesagt, aber nur die Hälfte. Erstmal kurz HP voll machen. Ich krieg die HP gar nicht voll. Ach du Scheiße. Kann man den Boss? Kann man den Boss halt nicht an? Der Boss. Wo ist der Boss? Weiß jemand, wo der Boss ist? Versuch. Ich hätte aggressiv auf den Boss gehen können, aber ich habe Angst zu sterben. Ihr checkt nicht, wie stark er ist. Ja, ich habe nur. Ich will den Run nicht wegwerfen. Ich will den Run nicht wegwerfen. Ja. Das hätte dich auch gekillt. Ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Minus Speed, nein. Schere, ja, geht nicht. Melee, Max HP, minus Range. Ja. Reroll. Blade haben wir leider nicht. Armor, minus 2 Max HP, das bringt's nicht. Das hier will ich eigentlich noch. 8 Max HP plus Regeneration ist schon geil. Wir locken das. Ich glaube, ich mache keinen Reroll mehr. Jetzt einmal kurz. Ich renne jetzt in alles rein, was nicht rot ist. Zu spät. Kann man die Armor noch nehmen, auch wenn es nur die Hälfte ist? Ui. Dodge haben wir schon am Limit. Attack Speed. Ah, das Level 25, das können wir rerollen. Wir nehmen Speed, weil wir dann ja auch Attack Speed erhöhen, oder? Dodge gleich Attack Speed. Ja, aber nee, was erhöhen wir mit Speed nochmal? Wir haben den Power Generator. Was macht der nochmal? Speed ist Damage. Speed ist Damage, ne? Dann lass doch Speed nehmen. Dann sind wir schnell und Damage. Dann hier mehr HP. Minus Dodge. Nein, Pickup Range brauchen wir nicht. Harvest brauchen wir nicht mehr. Das Turret, da können wir drüber nachdenken, aber 3 hielt, das merken wir nicht. Free Reroll. Nee, das ist jetzt die letzte Wave. Reroll nicht. Wir zahlen nicht 134, um jetzt einmal free zu rerollen. Nochmal Max HP, Regeneration. Ja, nehme ich nochmal, auch wenn wir ein bisschen Damage verlieren. Lifesteal plus Enemies minus Harvest. Noch mehr Enemies? Was meint ihr? Ich finde, es lohnt sich nicht. Wir rerollen. Ja.
Okay, dann rerollen wir nochmal. So, minus Speed, mehr Armor, mehr Max HP. Aber wie gesagt, unser Speed soll ja hoch sein, ne? Wir machen 25% mehr Damage wegen unserem Speed. Den mache ich mir jetzt nicht kaputt wegen 1,5 Armor und 5 Max HP. Die 1 könnten wir nehmen, 6% mehr Damage. Der Cyberball, haben wir da schon einen von? Ich sehe ihn nicht. Damage. Aber wir haben viel Luck. Wir nehmen es mal. Rip and Tear. Das haben wir schon einmal. Das wäre dann 20% Chance, glaube ich, oder? Also wenn es normal stackt. Wir können noch die Gun. Also entweder machen wir eine Chainsaw krasser oder wir nehmen dieses Rip and Tear. Ich habe das Gefühl, das kann so eine... Ihr seid mega geil auf die Chainsaw, oder was? Würde eher schätzen, dass das hier krasser ist. Das verdoppelt unsere Chance, dass Gegner explodieren. Und das kann wieder so Kettenreaktionen auslösen. Waffe halt. Ja, aber schaut mal, wenn ich das hier nehme, verbessert sich nur das hier auf das. Ein bisschen mehr Lifesteal und wie viel Damage mehr? 117 auf 140. Das hier hat das Potenzial, so richtig viel Damage zu machen. Ich sage, es kommen weniger Gegner in Wave 20. Ja, aber trotzdem. Ich nehm das. Okay. Gut, dann Final Wave. Let's go. Jetzt mal hoch hier. Kann ich an dem dran stehen? Ja, voll in den rein. Tot, ne? Ja, ich kann meine Power nicht einschätzen, das ist wie im Real Life. Ich glaube, ich kann die einfach downhunten. Okay. Ja, GG. GG haben wir. Da, also das ist ja komplett OP. Was war denn das für ein krasser Unterschied zu dem Fernkampf? Komplett OP. Nice. Alright, wieder einen geschafft. Wir haben freigeschaltet Ghost. Plus 10 Damage with Ethereal Weapons. Oh. Plus 30% Dodge. Dodge is capped at 90. Hey, Ghost klingt ja komplett OP, oder? Und dann Medikit. Plus 8 HP Regeneration. Ja, Melee ist auf manchen Charts wirklich sehr, sehr stark. Stimmt schon, ja.